und herzlich willkommen. Hallo. Schönen guten Abend. Dankeschön. Ja, dankeschön. Das ist ein schöner, warmer Empfang gewesen. Ich bin ja seit einem Jahr jetzt nicht mehr auf der Bühne gewesen und habe so ein bisschen Angst gehabt, dass dann keiner mehr weiß, wer ich bin. Weißt du, ich komme jetzt hier raus und ihr sagt dann alle, ey, alter Mann, geh beiseite, hier kommt gleich dieser Feelings-Typ. Und dann freue ich mich. Wir sprechen den Elefanten im Raum sofort an. Ich habe mich hässlich über Köln geäußert. Weil es eine schwere Tablettensucht gewesen, die ich zu der Zeit hatte, wo der Arzt gesagt hat, es ist völlig normal, dass das sein kann, dass sie in der Öffentlichkeit random einfach Städte beleidigen, dass sie gefließte Häuser haben und dass das hässlich ist wie Scheiße und das ist eine Krankheit, die ich habe und wer da sauer ist auf mich deswegen, der ist selber krank und gefährlich auch. Es sind gefährliche Menschen, die da sagen, es kann da wohl nicht sein. Ja, herzlich willkommen im Willy Milowitsch Theater. Ist das geil? Ich hab das früher immer. Also heißt heute nicht mehr so, aber ist egal. Ich spüre noch den Geist von Willi hier irgendwie. Ich habe das ja früher im Fernsehen immer gesehen. Es gab ja im WDR Milowitsch Theater verfilmt und Heidi Kabel in Hamburg im Ohnsorg Theater. Weißt du, deswegen die Folge heute heißt auch Tratsch im Treppenhaus. Ja, ich finde das richtig schön jetzt und bin auch ein bisschen traurig, dass eigentlich dass ein Gast noch kommt heute. Ich finde das eigentlich so besser, weil, wenn keiner kommen würde, weil das ist ja schön, dann kann ich mehr reden. Ja. Gut. Und ihr, hört ihr den Podcast immer? Ist geil. Das ist, weil jetzt sehe ich ja, jetzt das erste Mal die Leute, die mich hören. Ja, das ist eine schwierige Mischung, wa? Nein. Ach so, habt ihr jetzt alle die Masken? Ihr habt alle eine Maske? Habt ihr alle eine? Ja. Ein bisschen wie im Kasperletheater. Nein, hinter dir ein Krokodil. Jeder hat also eine Maske, ja? Gut, dann kriegt von jedem nochmal 30 Euro. Die könnt ihr mir hier vorne auf die Bühne legen, ja? Kann nicht wechseln, gibt einfach immer voll. Weil heute ist ja das ja das Geile. Ich weiß ja, wer kommt und ihr seid ja die Doofen heute. Deswegen zieht ihr nachher die Maske auf und dann könnt ihr mal so machen, als wenn, oh, da freue ich mich aber. Ja, so, na dann wollen wir loslegen. Die lustigste Frau der Welt. Hör mal, wie das raschelt. ASMR. So, und jetzt nehmt er mal eine Faust und haut die mal den Nachbarn vor das Gesicht, um zu gucken, ob der noch guckt und sagt dann Bescheid. So, und jetzt fahre ich am Bahnhof, setz mal einen Zug und fahr nach Hause und ruf dann in 4 Stunden an und sag April, April. Wie ist denn das jetzt? Warte mal. Ach so, ich spiele jetzt. Wir haben jetzt einen Special-Trailer von Regina. Hat sie aufgenommen, nur für uns heute hier in Köln, das Live-Ding. Wir hören den Jingle bis zum Schluss. wie im Kindergarten, so, weißt du, so der cholerische Lehrer. Wir hören den, ihr haltet die Augen zu, bitte, sonst komme ich vorbei und löse das auf einen anderen Weg. So. Also, los geht's. Wenn der letzte Ton gespielt ist, die Maske ab. Kurt Krömers Fans sitzen mit verbundenen Augen im Publikum. Sie haben keine Ahnung, wer gleich fürs Interview neben Krömer auf der Bühne sitzt. Als wäre es das Einzige, wovon die keine Ahnung haben. Ja.
Und nun herzlich willkommen zu Feelings Live. Nehmt die Maske ab, ruhig. Super. Caroline Kebekus. Hallo. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Es war heute völlig durcheinander, weil jetzt die Leute alle vom Haus gesagt haben, naja, du darfst ja nicht wissen, wer kommt. Ne? Ja. Deswegen, es war die große Verwirrung. Keiner wusste, wer weiß, wer ist eigentlich derjenige, der weiß, dass er nicht weiß, dass jemand kommt, ja, ich wusste wo auch er nicht, weiß. Darf ich nicht wissen, wo ich bin, oder ich muss auch eben nochmal fragen? Ist egal, jetzt sind wir free. Jetzt können wir machen, jetzt, was wir wollen. Geil. Vor allen Dingen, weißt du, was cool ist? Dass wir jetzt hier zusammen sind und wir auch lachen dürfen, weil das letzte Mal, als ich dich gesehen habe. Ja, das ist die Frage. Hast du wirklich gearbeitet, dass du nicht lachen musstest, oder war es einfach so, wo du dachtest, naja, der war halt auch noch nie lustig? Entschuldigung, aber also letztes Mal war ja diese Weihnachts-Special bei LOL. Stimmt. Da fand ich alles schon schrecklich, was du gemacht hast, aber da in der allerersten Folge waren wir ja zusammen. Mit und Teddy da habe ich wirklich Organschäden danach gehabt. Das war krass. Boah, du hast mich doch auch rausgeschmissen mit deinem nackten Hund. Ja, stimmt. Dieses Bild von diesem nackten Hund, und der war im selben Krankenhaus geboren. Alfredo Salambo. Ich weiß nur, als wäre es gestern gewesen. Das war krank. In der Hundeklinik. Hast du das auch so, dass sich die Leute so random ansprechen auf irgendeinen Gag, den du bei Lolli gemacht hast? Ja, vor allen Dingen Kinder. Soll ich eine wahre Geschichte erzählen? Ja. Bei mir an der Haustür klingelt das, ich mach auf, steht ein kleines Kind und pass auf, und fragt, haben Sie bei LOL mit die Mart? Und ich so natürlich schon die Autogrammkarten gegriffen, war, hab gesagt, selbstverständlich. Und dann sagte das Kind, haben Sie die Nummer von Teddy? So ein kleiner Pupi, weißt du? Ja. Das fand ich gut, dass auf einmal Kinder auf dem Schirm waren. Ja. Dass man auf dem Spielplatz erkannt worden ist von kleinen Pupis. Genau. Und ganz am Anfang, uns hat ja, Amazon hat ja gesagt, hier keine Sachen unter der Gürtellinie, ne? Ich natürlich so, toll, ganz Material. So. Hast du nur improvisieren müssen dann. Ja, ich war ja doch ein bisschen unter der Gürtellinie, aber es ging noch. Und dann habe ich noch gedacht, was soll denn das werden? Aber natürlich cool, jetzt können die Kinder konnten auch mitlachen. Ich habe dir ja auch ein Geschenk mitgebracht. Ach stimmt, das ich vergesse jetzt. Das immer. Wuhu! Boah, jetzt. Du weißt ja gar nicht, was das ist. Wuhu! Es passt. Sie hat natürlich richtig Asche. Jetzt kommt die goldene Rolex. Mach sie mir um. Erst wenn du ich möchte mich überraschen lassen, ob Weißgold oder... Die gibt es erst zum 50. Gott, bitteschön. Das ist so eine Räubertüte. Kennst du das? Ja, beim Kindergeburtstag, wenn die Kinder gehen, kriegen die so eine Räubertüte, da ist dann nochmal Süßigkeiten drin. Ich habe keine anderen Verpackungen mehr zu Hause. Das ist quasi für, wenn du in Köln bist und du merkst, manche Künstler aus anderen Städten, die werden manchmal in Köln gebucht für so Aufnahmen für irgendwas, und dann stellen die am Hauptbahnhof fest, es ist Karneval. Ach du Scheiße, ja. Und dann will sich ja... Das ist quasi ein Notfallkostüm, aber so ein cooles. Für die Schnelle. Das ist für schnell. Und da ist so Notfallkonfetti auch drin, falls aber du. Das, wird ja so das sind so Tattoo-Ärmel. Dann bist du so ein cooler. Dann bist du so ein cooler Typ. Ach so, ich dachte, da ist ein bisschen ist Berlin und so ein Stirnband oder so. Ja. Das können Sie jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer zu Hause. Kurt Krömer zieht sein Hemd aus. Ach so, ja.
Ja, das können Sie ja nicht sehen, weil Sie das nur hören. Weil ich mich hässlich über Köln geäußert habe. Ich bin nackt und knie die ganze Zeit. Ich knie die ganze Zeit auf harten Erbsen. Ja. Und ein roter Ball ist in seinem Gesicht. Wow. Witzig, oder? Ist cool. Ja. Ist ja die perfekte Illusion. Wenn du da eine Uhr jetzt anziehst, dann siehst du aus wie jeder Bundesligaspieler. Wartet alles, ja. Ist da nur ein Ärmel drin gewesen? Ja, das wollte ich so. Hast du den anderen genommen, oder was? Hat was. Ist geil. Gibst du doch so als für die Füße? Als Strümpfe? Na, weiß ich nicht. Strumpfhose oder was? Für den Winter. Ja, bestimmt. Ist doch steckig, wenn man sich dann auszieht und die denkt, guck mal, der ist ja überall tätowiert. Ja, ich habe ja Karneval, habe ich ja noch nie miterlebt hier. Und denke ich auch, das habe ich gar nicht so vermisst. Mm. Weil das gibt es ja nur bei euch, wa? So, wo man sich so komplett reinsteigert. Das ist richtig. Bei uns gab es in Berlin ja auch den Versuch, Karneval zu machen. Ja, kurz, ne? Wegen den Rheinländern, weil die dann kamen. Und dann war wirklich, also im Anzug, ganz normal gekleidet, in eine U-Bahn. Ich weiß noch, einen Sketch haben wir gedreht, wo die Bäckerei. Was? Darf ich den erzählen? Ja, mit bitte. Der Bäckerei. Also der Sketch war, Caroline Kebikus ist Bäckerei-Fachverkäuferin, ist in der Bäckerei und ich komme mit so einer Strumpfmaske als Räuber da rein mit einer Schrotflinte. Ja. Richtig mit Blut und so, schieße ihr in den Bauch. Sie ist so blutig, liegt auf dem Boden. Und dann witzig, ne? Also knall sie ab und sag dann Hände hoch oder ich. Weißt du? Ich hab ja schon geschossen. Und fand ich toll. Ich fand's mega witzig. Das war unglaublich witzig. Also du warst ja richtig, weil die haben ja richtig, du sahst aus wie tot. Die haben mir 3 Stunden so eine Splatter-Schusswunde an den Bauch geschminkt. Ich habe davon noch einen Podcast, wollte ich sagen. Habe ich einen Podcast Polaroid habe ich noch von dieser Wunde. Und ich weiß, dass wir mussten die Türen zumachen von diesem Café, wo wir gedreht haben. Deswegen haben die Leute, die draußen langgelaufen sind und saßen, und sie haben nicht mitbekommen, dass wir da drin drehen. Wir mussten es zumachen wegen dem Schuss oder so, diesem Schussgeräusch. Weil es schon komisch rüberkommt, wenn man da eine Bäckerei-Fachverkäuferin mit der Schrotflinte erschießt. Ja. 30 Mal haben wir das ja gemacht. Ja, genau. Da hätte ich auch am 20. Mal Polizei rufen. Mhm. Hätte gesagt, wenn der so weitermacht, die ist ja bald tot. Ja. Und ich weiß noch, dass ich danach rausgegangen bin. Ich fand es irgendwie mega lustig, rauszugehen auf die Straße und dann so Leute zu fragen, ob sie ein Pflaster haben. Weil du so ein großes Loch im Bauch hat. Ich hab gleich gesagt, dass das eine scheiß Idee ist mit denen live. Dann brüllen die Scheiße da rein und labern Kacke. Das quält mich. Ich glaub, schneiden wir jetzt raus, was ich jetzt sage. Ich hab das von vornherein abgelehnt. Diese hässliche Stadt hier auch. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So, und Schnitt.